Oh mein Gott, ich liebe die 80er und 90er und jetzt diese Umsetzung ist einfach fantastisch geil. Wirklich jetzt? Ohne Witz, Adobe, ist das wirklich euer Ernst? Ihr bringt jetzt noch eine neue Version von den Elements-Programmen raus? Warum? Wofür? Ich meine, ihr habt die Cloud-Varianten auf den Markt geschmissen, die doch so vieles erleichtern und meines Erachtens so viel besser sind. Aber trotz alledem scheint ihr wirklich noch an den Anfänger bzw. Hobbyfotografen herantreten zu wollen, um noch ein bisschen mehr Geld zu kassieren? Oder warum gibt es jetzt diese wunderbaren, tollen, neuen Updates bzw. Features? Applaus, Applaus, Adobe, Applaus, Applaus. Wirklich, dafür gibt es einen großen Applaus für diese tollen Features, die wir nicht schon längst in allen anderen Photoshop-Varianten vorher besessen haben. Aber gut, ich glaube, jeder Anfänger bzw. Hobbyfotograf, der nicht die große Kohle bzw. nicht jeden Monat Geld investieren möchte, um eine Cloud-Version zu bezahlen, für den ist es wahrscheinlich das Richtige. Denn hier erhältst du jetzt wirklich ohne Scheiß die krassesten Updates ever. Ever? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, für Adobe ist das wirklich ein großer Sprung bei den Elements-Programmen. Denn immerhin darfst du jetzt, beziehungsweise kannst du jetzt endlich verwackelte Fotos so schärfen, dass sie nicht mehr verwackelt sind. Oder aber auch einfach, du haust den Dunstschleier, der bei Landschaftsaufnahmen entstanden ist, einfach raus. Also du kickst ihn vom Bild runter. Das ist doch schon mal was ganz Interessantes. Besonders stark finde ich auf jeden Fall die neue Freistellfunktion, die es dort bei Adobe Photoshop Elements 14 gibt. Denn hier hast du jetzt die Möglichkeit, Haare freizustellen, also explizit Haare freizustellen. Ich sage das extra explizit, denn ansonsten, glaube ich, ist die Funktion in der Variante einfach nicht notwendig, weil die Freistellfunktion vorher hat nämlich auch schon wunderbar funktioniert bei Elements. Und nun ist das wirklich ein explizites Update, ein explizites Feature dafür, dass man diese Version 14 kaufen soll. Also irgendwie kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, aber gut. Adobe preist das als das Feature überhaupt für die Version 14 an, was natürlich nicht so schön ist. Aber auch nicht nur das, denn das letzte Feature ist auch sehr, sehr extrem genial geworden. Denn du bekommst die Möglichkeit, egal ob du ein gesamtes Foto oder auch nur einen Ausschnitt nimmst, Elements analysiert dein Bild und preist dir dann 5 verschiedene Looks an, wie das Bild am Ende aussehen könnte, mit verschiedenen Belichtungen, verschiedenen Kontrasten und so weiter und so fort, ohne dass du irgendwas machen musst. Applaus. Adobe, Applaus für diese tolle Variante. Aber nicht nur Adobe Photoshop Elements 14 ist jetzt mit Updates gesegnet worden. Nein, auch Adobe Premiere Elements 14 darf mit neuen Features aufwarten. Und auch hier, wer hätte das gedacht, Adobe? Mann, unglaublich, diese Funktion dort einzubauen. Ich bin stark begeistert, wirklich stark begeistert. Es ist endlich möglich, in Premiere Elements 14 4K-Auflösungen zu importieren und diese zu bearbeiten. Respekt dafür. Ist ja unglaublich. Ist ja wirklich unglaublich. Aber nicht nur das, es wurden auch weitere Formate hinzugefügt, so dass man eine Vielzahl von Formaten endlich bearbeiten kann in dieser abgespeckten Premiere-Version. Das erfreut sicherlich jeden, der nicht unbedingt mit der Profi-Version, sage ich jetzt mal, arbeiten möchte. Aber darüber hinaus darfst du natürlich auch assistenzgesteuerte Sachen bearbeiten. So heißt das quasi, du kannst einen Assistenten anklicken und der bearbeitet dann dein Video farblich so, wie er es für richtig hält. Oder aber auch einfach, du sagst ihm, Assistent, bitte mach das ganze Video in schönem Schwarz-Weiß und er legt einen schönen Schwarz-Weiß-Filter rüber. Grandios, grandios, auch hierfür Applaus, Applaus, Applaus. Und wer sich das Ganze leisten möchte, sofern man die Vorgängerversion schon gekauft hat bzw. auf seinem Rechner hat, bezahlt man so knapp 80 Euro pro Programm. Ansonsten für jeden, der neu einsteigt, zahlt so um die 100 Euro. Und ganz ehrlich, das Geld würde ich dann doch sicherlich anders investieren. Yeah, 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 yeah. Achso, ja, ich muss natürlich auch erzählen, warum ich mich eigentlich so freue. Ich freue mich für dich da draußen, denn ich habe nach gefühlten 75 Jahren endlich mal wieder einen Fotowettbewerb ins Leben gerufen, bei dem du definitiv dabei sein solltest. Wie jetzt Fotowettbewerb? Worum geht's denn da? Oh, du lädst auch noch. Mit dir hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet, dass du in diesem Video überhaupt noch auftauchst. Ist ja unglaublich. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt auch für heute das letzte Mal gewesen ist, denn irgendwann reicht's auch wirklich. Dieser Fotowettbewerb dreht sich um die Reisefotografie. Das heißt, egal wo du auf der Welt gewesen bist,
wie zum Beispiel im Schwarzwald oder aber auch einfach in den Pyrenäen oder vielleicht in London oder vielleicht in Irland oder doch am anderen Ende der Welt, Australien, Outback oder doch in Kanada. Egal wo du gewesen bist, sofern du auf Reisen warst und da tolle Fotos gemacht hast, kannst du ein Foto bei diesem Wettbewerb teilnehmen lassen und am Ende sogar noch was gewinnen. Denn mein Fotokollege und guter Freund 17 Grad Fieber hat die Preise für diesen Wettbewerb gesponsert und du kannst gewinnen. Und dieser Wettbewerb läuft jetzt seit dem 28.09. und endet am 30.10. um 23.45 Uhr. So lange ist auch die Abstimmungsphase. Wenn dieses Voting, ich nenne es jetzt mal Publikumsvoting, abgeschlossen ist, dann suche ich noch ein paar Fotografen selbstverständlich für die Jury aus, die dann wiederum 5 Punkte vergeben können. Ob es nur für ein Bild ist mit 5 Punkten oder eventuell doch 5 Bilder jeweils 1 Punkt kriegen, ist selbstverständlich dem Fotografen selbst überlassen. Aber am Ende vermischt sich das dann mit dem Publikumsvoting und das ergibt die Endplatzierung. Und dann werden wir mal sehen, wer unter den ersten 3 bzw. unter den ersten 10 oder wie auch immer landet. Ich hoffe natürlich, ihr ladet dort sehr, sehr schöne Bilder hoch und die Bilder, die jetzt schon hochgeladen sind, sind schon wirklich sehr, sehr nice. Von daher einfach mal mitmachen, es lohnt sich definitiv. Na, geil, ey, Tupac, so geil umgesetzt, ey, das ist ja unglaublich, das habe ich ja schon. Also ich bin ja immer wieder begeistert, auf was für Ideen Fotografen so kommen. Und diese Idee, unglaublich. Also man hat ja schon so viele Hunde in so vielen verschiedenen Variationen gesehen, aber so, glaube ich, hat noch keiner Hunde gesehen. Und ich muss mich gerade komplett wegschmeißen, das kann ich jetzt gerade selbstverständlich nicht vor der Kamera tun, aber wenn ich mir die Bilder so im Einzelnen angucke, kann ich mich eigentlich nicht wirklich konzentrieren. Gut, gut, ich versuch's einfach. Der Fotograf Adam Jackman Moore aus Perth, Australia, hat jetzt vor kurzem eine Fotoserie herausgebracht, die es meines Erachtens so vorher noch nicht gegeben hat, denn er vereint die 80er und 90er Hip-Hop-Kultur mit Hunden. Er selbst fotografiert normalerweise auch Menschen, also das ist eigentlich der Hauptbestandteil, führt aber auch ein Hunde-Foto-Shooting-Studio, also neben der normalen Fotografie, und hat sich jetzt einfach mal gedacht, warum nicht die guten alten Zeiten wieder zum Vorschein bringen. Und das hat er wirklich gut umgesetzt. Ich selbst komme quasi nicht aus dem Schmunzeln bzw. aus dem Lachen heraus. Denn wenn ich mir Tupac so angucke oder Notorious oder aber auch Snoop, also es ist einfach unglaublich. Es lohnt sich definitiv mal die komplette Serie anzuschauen und eventuell ist das ja auch eine Inspiration für dich da draußen, falls du einen Hund haben solltest, sowas in die Richtung auch mal zu probieren. Beziehungsweise wenn du mehrere Hunde in deinem Freundeskreis hast, dann probier doch einfach mal eine Britney Spears aus oder vielleicht eine Madonna oder vielleicht doch den Justin Bieber. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr grandiose Idee und die Umsetzung ist so gut gemacht, dass ich mir das jetzt unbedingt weiter angucken muss. Und von daher, schreib mir doch einfach mal, was denkst du denn über diese Bilder unten in die Kommentare. Sorry, diese Bilder sind wirklich grandios und wirklich herzerwärmend, gerade für die 80er und 90er Hip-Hop-Kultur so unbegreiflich gut umgesetzt. Ich finde sie super nice, von daher auch du solltest sie dir mal angucken. Und nicht zu vergessen, an dem Fotowettbewerb teilnehmen, auch da ist natürlich der Link in der Videobeschreibung. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dann den Daumen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotouniversum umgeht. Und dann gibt es hier oben die letzte Fotonews und darunter geht's zu meinem Kommentar, zu meiner Review zur kreativen Porträtfotografie von Lionel Steeve auf DVD, die erste Lern-DVD, die Lionel Steeve rausgebracht hat. Für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, was auch immer. Wir sehen uns am kommenden Sonntag schon wieder. Bis dato, mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.